Aber wir haben gerade eh genug Geld, um die wieder aufzufüllen. So soll es sein. Also ich glaube, wenn wir mit Siedler 5 ganz durch sind, da kommen auch die ganzen Freispielkarten. In Ordnung. Sehr wohl. Ja, ich weiß, wir müssen mit dem Regenten reden, aber ich... Ja, mein Lord. So gut ich kann. Renn lieber ein bisschen rum. Ich habe nur 410 GB frei. Ich weiß nicht, wie lange wir Siedler 5 aufnehmen können. So gut ich kann. Ja, Mann. Das verbrauchst du 2 Stunden so viel wie ich für Dragon Age für... In Ordnung. Was weiß ich. Ja. 16 Stunden brauchen würde. Wie ihr wünscht, mein Herr. Sehr wohl. Ja, mein Lord. Liegt dann aber vermutlich daran, dass es hier mehr Bewegung gibt als bei Dragon Age. Sehr weil hier durchgehend irgendwas in Bewegung ist. Wie ihr wollt. Sehr wohl. Habe ich mir sagen lassen. Was dran ist, kann ich nicht sagen. Würde aber auch zumindest erkennen, warum Neverwinter ein bisschen mehr, etwas mehr Platz wegnimmt als Dragon Age. Denn das ist ein MMO und da, ein MMO und da bewegt sich halt auch eine ganze Menge. So, die Schmiede müssen wir ausbauen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Dahin. So, einmal so. Helden, die angegriffen werden. Bombe. Das gibt ein feines Feuerwerk. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Und verzieht euch von dort. Verzieht euch von dort. Ich sollte die Kanone zerstören. Jetzt könnt Mensch, ihr zeigen, wenn die uns einen Schuss reinsammelt, dann sind wir tot. In Ordnung. So, da war eine Schatzkiste. Sehr wohl. Mitnehmen. Gut. 350 Taler. Wie ihr wollt. Ich hab getan, was ihr wollt. F6. Der Bürgermeister wird ein wenig ungeduldig. Ich glaube, er bewegt sich ein bisschen. Ja. Bürgermeister! Es ist ich bin da. Wer noch? Dario. Ich habe schon viel von euren großen Taten gehört. Ihr scheint eurem Vater sehr ähnlich zu sein. Ihr müsst wissen, ich war eurem Vater ein ergebener Diener. Seit die Barbaren euren Vater gestürzt und eure Familie vertrieben haben, sind dunkle Zeiten für unser Land angebrochen. Auch mich trefft ihr in einer schweren Stunde an. Ist ja gut, ist ja gut. Mordred, dieser elende Bastard, hat meine Tochter entführt. Mein über alles geliebtes Kind. Mein einziges Kind. Und solange er mein Kind gefangen hält, sind mir die Hände gebunden. Ich kann nichts gegen ihn unternehmen. Aber sagt Dario, könntet ihr sie nicht mit euren Mannen aus den Fängen dieses Banditen reißen. Euch mag gelingen, was ich selbst nicht wagen darf. Bringt meine Tochter heil zurück und es soll euer Schaden nicht sein. Geht klar. Außerdem hätte ich noch eine weitere Bitte an euch zu richten. Die Kathedrale von Avalanche war einst das Heiligtum unserer Stadt. Sie wurde von Mordreds Leuten zerstört und ist seit einem Unwetter für uns nicht mehr erreichbar, sodass wir sie nicht wieder errichten können. Baut sie wieder auf und unser Volk wird euch folgen. Geht klar. Befreit die Tochter des Regenten und bringt sie heil zu ihrem Vater zurück. Errichtet die Kathedrale von Avalanche wieder an ihrem alten Platz. Geht klar. Es ist Zahltag. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Angriff! Ja, Erek macht das. Fahrt mit euch! Folgt mir, Brüder! Geht mit dem Segen des Herrn. Okay, dann bauen wir noch eine defensive Armee auf. Dann haben wir 4 Trupps Obelisten-Schutz für die Defensive hier. Auf in den Kampf! Die 6 Trupps verwenden wir dann für die Offensive gegen Mordred. Attacke! Ihr seid Reservistengruppe Nummer 2.
unterlegen und ist bewusstlos. Der Feind attackiert eure Siedlung. Wo ist Ari eigentlich? Ach, die ist da. Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedlung aufmacht. Fug. Wartiertes Leder. Was brauchen wir für unsere Offensive auf jeden Fall? Ausbau. Ich gebe hilf mal Helias hoch. Hilf mal, Helias, hilf mal Erik hoch. Ja, Herr. So, wir ziehen da lang. Ja, gern. Wobei, ich würde sagen, wir schalten direkt an dieser Stelle aus. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ich würde sagen, 10 Trupps Abelästenschützen sind ein Argument, das nicht zu schlagen ist. Ausbau fertig. Nur Mut. Wir werden siegen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. 10 jetzt volle Trupps. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Geschafft. Zusammen ergibt ihr jetzt Armee 3 die gesamte Jawohl. Schlagkraft an Abelästenschützen, die wir aufbieten können. Zahltag. Wir wollen ja nichts überstürzen. Ohne ein gutes Speichern geht doch niemand nun gegen diese Vorposten vor. Wir kümmern uns darum. So, das heißt, wir müssen jetzt aggressiv da gegen die Vorposten stürmen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Sofort. Jawohl. Wird gemacht. Allerdings vorsichtig, nicht dass wir gleich in diese Kanonentürme reinrasen. Angriff. Okay, die müssen wir jetzt zuerst ausschalten, weil es Fernkämpfer sind. Oh Gott, die müssen wir zuerst ausschalten, weil es eine Kanone ist. Und die ja auch. Das fürchten. Feuer, 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 aua. Kanonenturm. Für Ruhm und Ehre. Nur Mut. Aua, der Kanonenturm schießt. Der Kanonenturm schießt. Jetzt der Kanonenturm schießt. Machen weg, machen weg, machen weg, machen weg, 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 weg. Ihr werdet angegriffen. Belagerungskanonen sind Anmarsch. Feuer. Scheiße, die Festung gut bewacht. Das kann ich. Ergreift sie. Da ist doch auch so, da ist der Kanonenturm. Ich wusste es doch. Angriff. Nur Mut! Wir werden siegen! Da ist noch eine Kanone. Oh nein! In Ordnung! Okay, ich will erstmal den Rückzug wieder anlegen. Wie ihr wünscht. Ja, erstmal wieder kurz einen Rückzug machen, unsere Truppen wieder auffüllen und dann werden losrennen. Weil dummerweise habe ich ja schon festgestellt, dass der. Was soll die denn? Wir werden siegen. Dass der Angriff mit größeren Truppen überaus. Naja. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass der Angriff mit größeren Truppen auf engen Stellen überaus gefährlich sein kann? Weil die sich eben gerade alle vorausdrängeln. Genau die Richtigen. Es ist Zahltag. Ich würde sagen, wir sollten auch nicht gleich mit der gesamten Macht durchstürmen, weil wir dann ziemlich angreifbar sind. Haben wir ja gerade festgestellt. Ich würde eher vorschlagen. Vorschlagen ist gut, wir machen das eh. Ich würde eher sagen. Wir nehmen. Meine Jungs und ich heute Abend. Ich würde sagen, eher die Reservistengruppe. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja. Wir nehmen die Reservistengruppe und stürmen eben mit. Ja, Herr. Du was habe ich gerade gesehen? Gern. Und versuchen damit erstmal Stück für Stück die gegnerischen. Euch fehlt Eisen. Was? Nein, niemals. Niemals! 2000 Leben, bitte. Auf Tasche. Bau aus. Ausbauen. Okay, die Reservistengruppe lassen wir dementsprechend zurück und gehen mit der offensiven Truppe voran. Ja. Bevor wir mit der gesamten Armee voranstürmen und dann. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Boah, scheiße. Für Ruhm und es ist wieder ein Massaker gibt, wollte ich gerade sagen. Angegriffen. Angriff! Ja, Herr. Jawohl. Ich tue mein Bestes. Ja, Herr.
Das Gebäude. Okay, gegen diese Truppen nehmen wir dann erstmal die gesamte Armee. Dann nehmen wir Armee 1, rücken weiter ein bisschen vor und versuchen, die Kanonentürme auszuschalten. Dafür sind wir genau die Richtigen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Das Gebäude ist... Ja, ich weiß, es ist nicht sonderlich interessant, wenn man die ganzen Arbalestenschützen voranrückt und die dann einfach dann die ganzen gegnerischen Armeen aus der Ferne ausschaltet. Sie greifen an. Aber es ist halt das Effizienteste, was wir gerade machen können. Oh, Scheiße! Die dicke Bertha war schon da aktiv. Bis in den Tod! Hat einmal gerülpst, dann war die gesamte Armee tot. Angriff! Das Blöde ist nämlich... Ich mag nämlich Verluste nicht. Und die... Naja, ein Frontalangriff mit Nahkämpfern ist sehr verlustreich. Da kann man froh sein, wenn die Hälfte von den Kriegern überlebt. Was die meistens nicht tut. Jawohl. Dafür sind wir genau die Richtigen. Sofort. Scheiße, noch Kanone. Feinde greifen euch an. Okay, wir müssen uns wirklich Stück für Stück nach vorne arbeiten. Ansonsten werden wir einfach gefressen von denen. Macht sie nieder. So, dann müssen wir versuchen, ohne die Kanone zu triggern, den Kanonenturm loszuwerden, damit wir die Kanone ausschalten können. Hat geklappt. Wird gemacht. Nein, nicht. Angriff. Was? Okay. Wie ihr wünscht. Das ist Zeit für den Rückzug. Das wenn wir. Ich. Ihr werdet oh angegriffen. Gott. Wir erledigen das. Ich tue mein Bestes. Also, der Sturm auf Evlos ist auf jeden Fall immer sehr verlustreich. Gruppe 4, gib mal Deckung, nicht damit. Nein, Gruppe 3, gib mal Deckung. Nein, nicht Gruppe 3. Wir werden siegen. Komm durcheinander. Es ist Zeit. Okay, so geht's auch. Wie ihr wünscht. Armee 1 zurückziehen, Armee 2 auch zurückziehen, wieder auf Vordermann bringen. Den nächsten Ansturm durchführen. Bestätigt. Wunderbar, wir haben unser Eisen wieder. Ja, Herr. Kriegen meine Also, das Eisen wird nicht ausreichen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Dafür haben wir uns damit versehentlich die Preise für das Eisen ruiniert. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wir werden noch einige Anstimmen unternehmen müssen, glaube ich. Ich könnte schwören, es sei denn, wir nutzen die Helden. Ich habe eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ich tue mein Bestes. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Gut, die Armee ist dann wieder vollständig, aber ich glaube, es wäre eine gute Idee, die Helden zu nutzen. Nachdem wir erstmal mit Leonardo gesprochen haben. Sehr wohl. Vielleicht auch eine ganz gute Idee, wenn wir Speerträger sozusagen als Kanonenfutter einsetzen, aber das mag ich nicht so gerne. Also Speerträger, um sozusagen die Kanonen der Gegner erstmal direkt zu bestürmen, wobei die Speerträger wohl die größten Verluste erleiden werden. Oder wir nehmen Schwertkämpfer, die werden nicht ganz so viel Verluste erleiden. Aber auch entsprechend teurer. Ein Held ist in großer Gefahr. Ja. Wir hören gerade wunderbar. Los, sprich mit dem Leonardo. In Ordnung. Habt vielen Dank für eure Unterstützung. Mit dem Schwefel kann ich die Kanonen präparieren und Kerberos damit eine kleine, nette Überraschung bereiten. Wenn ich euch wieder zu Diensten sein kann, ihr wisst, wo ihr mich findet. Es ist Zeit. Ja, offenbar weiß Leonardo irgendwie mehr als wir. Ja. Okay, es ist beschlossen, wir verwenden die Helden als Kanonenfutter. Wir erledigen das. Die Helden werden nämlich gleich voranspüren. Macht sie nieder. Ihr werdet angegriffen. Leck mich doch am Arsch. Ergreift sie. Die Helden werden unser Kanonenfutter darstellen, während wir nach vorne stürmen. Nur Mut. Wir werden Und die Schlachten ziehen. Werden schon irgendwie brutaler. Also insofern, dass wir hier Für gegen viel Ruhm mehr Gegner Ehre. Kämpfen müssen.
die im Sekundenstadttakt gegen uns anstürmen? Selbstverständlich. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja, ich glaube, wir müssen gegen die Gegner viel aggressiver vorgehen, viel rücksichtsloser. So wie in jedem guten Film, die gute Seite macht immer einfach einen völlig überstürzten, blödsinnigen Frontalangriff auf den Gegner und gewinnt. Müssen wir auch machen. Und ich würde sagen, wir holen uns dafür eine... Dort oben im Baum. Ein paar Speerträger als Unterstützung, die wir dann zu Lanzenträgern machen. Und dann zu Streitlanzenträgern. Ist dann Armee 4. Die Helden und die Streitlanzenträger. So drei Trupps Streitlanzenträger dürften ausreichen, um uns um die nötige... Naja, Manneskraft zu geben, um die nötige Anzahl an Leuten zu gehen, damit wir einen vernünftigen, direkten Angriff durchführen können. Wichtig ist dabei natürlich, dass wir jedes Mal, bevor wir so einen Ansturm durchführen, die Kanonentürme ausschalten. Ich tue mein Bestes. Seid unbesorgt. So gut ich kann. Das Blöde ist, dass diese Gänge hier scheißend schmal sind. Eigentlich brauchen wir die Speerträger und die Helden nur dazu, um die Gegner von den Arbalestenschützen fernzuhalten. Gut, wir wollen aber nicht, dass die Rüstung verbessern. Wir wollen, dass die Speerträger natürlich auch gut ausgestattet sind, also geben wir denen auch sämtliche Verbesserungen. Vielleicht holen wir uns dann noch ein paar Schwertkämpfer, wenn wir uns leisten können. Oh, der Handel ist bestätigt. Jetzt haben wir nur gerade nicht das Geld. Aber Buchdruck schadet gerade nicht. Wir können Kanonen bauen. Oh. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Kanönchen. Die dürfen aber nicht zu weit im Landesinneren sein, sonst... Ja, die Gießerei stößt mal hier hin. Lanzenträger. Aufbau zur Garnison. Dann können wir uns dann Streitlanzenträger nicht machen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Verstärktes Leder. Unsere Speerträger sind jetzt eben auch besser geschützt. Ach, die Lanzenträger jetzt schon Lust zu schicken, war eine dumme Idee. Na egal, ich glaube, die müssen so reichen. Wird gemacht. Wird gemacht. Ich bin schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Ausbau fertig. So, stellt euch mal auf einen Haufen. Ihr seid jetzt Armee 4. Seid unbesorgt. Und wir speichern noch einmal. Bevor wir die Verteidigung von Kerberos durchbrechen werden. Oder von Mordred. Aber irgendwie scheine ich jetzt... Irgendwie scheinen die alle zu wissen... Mit ganz genauer Gewissheit sagen zu können, Kerberos hat mich hintergangen, denn Kerberos ist der Feind. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Lehrt sie das für eigentlich muss Armee 3 ja die gesamte Arbeit erledigen, während Armee 4 nur die Gegner auf Entfernung hält. Also,